kann es passieren, dass da Morgus und du zusammen spielen. Nee, wie gesagt, das war letztes Mal auch schon. Da warst du auch ein anderes Team, eine andere Crew und da waren wir beide regelmäßig. Wie gesagt, die Folgen bin ich gerade durch beim Schneiden. Nee, da war der Johnny aber noch dabei und die Baby. Nein, das war. Da waren die beiden nämlich. Also Baby war nicht dabei und ich glaube Johnny war noch nicht dabei. Was ich jetzt gerade durch habe, war dieser Disney Days One, da die Folge danach mit dem Deadline und dann kommt noch so ein Rennen. Und dann ist keiner von euch da, dann spricht Markus diese Kontaktmission. Die es damals gab mit den. Die wir, glaube ich, gemacht haben dann irgendwann. So. Weiter geht's. Wieso sehe ich nur vier Autos? So. Sind nur vier. Sind ja nur noch vier. Okay. Ich war gar nichts. Ich war's nicht. Ich habe ja nichts gemacht diesmal. Ich hab's auf Video. Bremst denn du? Na, weil er eine Kurve ist? Das ist doch Quatsch. Der Bremst verliert. Guck mal, wie sie sich da im Windschatten noch mit betteln. Ey! Komm mal das! War Kev. Nee, überhaupt. Moment, ich war hinter euch. Du hast gerade. Ja, und du hast mich in Sven reingerammt. Nee, überhaupt nicht. Ich habe euch nicht mal berührt. Doch! Nein! Ja, hast du. Ich habe euch nicht berührt. Nein, ich schwöre. Du hast mich volle Esse gerammt, Kev. Also hör auf. Wo habe ich euch gerammt? Ich bin normaler Neuschild. Du hast mich gerade volle Esse in der Kurve gerammt. Ist egal, los, weiter. Warte mal, dann machen wir das anders und lasse ich euch vorbei, dann passt das wieder. Nee, brauchst du nie. Ich hab euch nicht gerammt, wirklich nicht. Ich bin innen vorbeigefahren. Ihr habt euch da behakt, ich bin innen vorbei an euch in der Kurve. Ich habe euch niemals berührt. Oder es sah bei mir zumindest so aus, als hätte ich euch nicht berührt. Ja, bei dir sieht es vielleicht so aus, aber du hast mich gerade in der Parabolika, voll von hinten gerammt. Ja, wie gesagt, es sah bei mir nicht so aus, aber alles gut. Dann ist es halt zwei verschiedene Sichten gewesen. Und dann tut's mir leid. Also niemals mit Absicht. Nein, habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass du mich gerade gerammt hast. Ich sah bei mir halt so aus, als hätte ich euch nicht berührt, sondern ihr euch behakt ein bisschen und ich bin an ihnen vorbeigefahren an euch. So. Wie viele Runden haben wir überhaupt? Vier. Boah, Alter. Oh, schön, Markus. Alles gut, du hast mich gleich wieder rumgedreht. Du hast mich gerammt, du hast mich vorne mal gerammt, da war ich wieder richtig rum. Oh, Kev, wo willst du denn? Ich hab übelst viel Speed gehabt, deswegen bin ich auch nicht erst vorbei. Durch den Windschatten. Was für ein Rennen, Markus, hä? Oh, sorry. Wieder mir am Arsch klebt. Ja, jetzt passt mit dem Arsch kleben wieder. Jetzt der Kev hinter dir. Oh, Alter. Sven ist besoffen, der fährt Schlangenlinien. Stutzt mal mit den doppelten Windschatten aus.
Ich nutze mal den Wandrammer raus. Bin trotzdem noch da. Ich bin bestehen. Nee, ich bin dann gleich an die Wand dran. Ich hab die Kurve ein bisschen eng genommen. Ach Mann. Vorbei, jetzt ist bin ich raus. Das geht definitiv zwischen euch da vorne aus, wenn da nicht irgendwie sowas passiert. Sven, mach mal bitte deine Arbeit, ramm dir mal weg. Oder dich direkt mit. Oh, Scheiße. Ich bin vom Gas gegangen. Oh. Oh. Sechs. Ich habe irgendwie das Gefühl, Formel 1, das liegt Enrico nicht so. Nicht wirklich einmal, ja. Er ist auch sehr still heute. Enrico, alles gut? Ja. Und ich darf Formel 1 Hörer. Scheiße, ich hätte gewonnen. Nicht um meine Liga. Ah, die Strecke war gut. Ja, ist ja auch Monster. Ach, Mann, ey, diese scheiß Wand. Ich bin nicht gegengefahren. Ich bin mich von der falschen Seite dagegen, muss das mal wieder zu rum. Und dann war es vorbei. Gott, gib mir den Halten. Ich fand's so gut. Kev hat die Führung abgegeben. Was ist denn da passiert? Ja, nicht ganz, wir haben beide die gleiche Punktzahl. Da sind wir jetzt weiter. Aber wie gesagt, das wird. Komme ich wirklich wieder eine Runde, wo es gar nicht funktioniert. Gott, da fängt mir nicht mal ein Trostpunkt die Wechsel. Markus und ich gegen Sven und Enrico. Was habe ich gesagt vorhin, Cap? Kann, wie gesagt, das kann jetzt alles passieren, klar. Ist nee, aber eigentlich ganz gute Teamverteilung, finde ich. Das ist jetzt natürlich blöd, weil wenn ich jetzt die volle Punktzahl hole oder wir gewinnen, dann bei Markus trotzdem vorne. Ups, du und die volle Punktzahl, Kev, du bist der Erste, der stirbt. Wahrscheinlich, ja. Oh, Alter! Warte mal, jetzt muss ich gerade ein bisschen orientieren. Wo geht's denn da überhaupt lang? Du musst durch die Röhren auf die Schrägdinger. Aha. Okay. Ach, von dort kommen die, jo. Hä? Ich bin manchmal verwirrt. Oh! Der Enrico nehme ich vorher mit. Alter, du kommst ja kaum die Röhre danach wieder hoch, Alter. Krampf. Problem ist ja nicht, wo ihr herkommt, ne? So. Du hast recht, das Ding, das eiert ja da hoch. Nicht mein Fall, muss ich sagen. Das ist wieder so eine Map, da bräuchtest du mehr für, so, weil hier der Schwung fehlt. So, wenn du einmal verziehst, dann musst du direkt, dann brauchst du, bis du ewig, bis du oben bist. Scheiße. Du brauchst echt ewig, bis du da oben bist.
Also heute muss ich ganz ehrlich sagen, waren die bis jetzt die meisten Sachen im Griff ins Klo, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ein paar davon, ja. Von dem Simpsons Haus hätte ich mir mehr versprochen, da habe ich aber nicht geahnt, dass das ein die ganzen, ich dachte wirklich, es wäre nur das Haus, es wäre cooler gewesen. Ja. So halt nur ein bisschen Fläche um das Haus drumherum und das Haus. Ja, da hatte ich auch gedacht, okay, wir spielen jetzt in einem nachgebauten Haus bei den Simpsons. Aber das ist mehr oder weniger so ein bisschen Springfield gewesen drumherum. Ja, aber du brauchst halt, ich denke, mit mehr Spielern wäre allgemein heute auch mehr drin gewesen. Es fehlt halt Baby zum Beispiel und Johnny und dann wäre es vielleicht ein bisschen besser auch gewesen heute von der Menge her, von den Spielen, von den Maps her. Ja, nächste Woche gibt es ja die Best of Dings, die Best of Folge. Ja, habe ich ja schon erstellt, die Spiele. Boah, Mann! Mit den Maps, die bis jetzt nach meinem Eindruck bei euch am besten angekommen waren. Ja, wir haben ja jetzt, wir haben jetzt ja, ja, ein bisschen, wir haben ja dieses Halloween-Ding, wir könnten ja jetzt noch statt mit dieses, nee, es geht ja auch nicht, sind ja auch nur zwei Kids bei dann. Ja. Fällt mir nur gerade ein. Da bräuchte ich das auch. Ja, da könntest du, solltest du, hättest du auch mindestens 8 sein müssen. Gut, da könntest du jetzt drauf hoffen, weil die dreifache RP gibt, dass ein paar Leute mit dabei sind, bei Randoms mit dabei sind. Mann. Das Problem ist, wenn du einmal runter bist, dann hast du keine Chance mehr hinterherzukommen. Wieder hochzukommen, zumindest in der Zeit. Da war das mit Enrico wohl mehr Glück am Anfang da, dass du den gleich erwischt hast. Ja, der stand halt genau da. Und da habe ich den halt gesehen. Und du, kannst auch nur ganz schlecht zielen, weil bevor du zu denen kommst, ist erhöht. Man sieht euch halt erst ganz zum Schluss. Du siehst die wirklich am Ende und ich weiß gar nicht, ob Enrico mal auf mich fixiert war. Der war, glaube ich, auf was komplett anderes fixiert und stand halt dauert. Ja, weil er nicht wusste, wo wir herkommen. Und ich habe einfach Gas gegeben, als ich gesehen habe. Ja, das ist es halt. Das muss jetzt gleich auch aufpassen, wo der, wenn du da losgehst. Wenn du darauf gehst. So, letzter Versuch. Ja, ich hatte gehofft, dass ich dich. Ja, trotzdem gewollt. Ich hab dich trotzdem gehofft, dass ich dich doch mitnehme. Ja, also die Runde war wirklich langweilig. Ja, also die Map ist überhaupt nicht, also da... Die Map, die Map ist okay, wirklich, aber die sind zu wenig Leute. Darum geht's. Die Map ist eigentlich ganz witzig. Nee, ja, kann ich nicht sagen, also die steht dort oben die Beine im Bauch, weißt du, ich sehe euch nur vorbeifliegen. Ja, weil halt zu wenig Leute sind, wenn du 3-4 Leute auf jeder Seite hättest, das kommt ein bisschen anders aus. Aber okay, alles gut. Da jedem das sein überlassen, jedem. Anderer Geschmack. So, na dann, auf ein neues. Na, euer Vorteil jetzt ist, ihr wisst ja, wo ihr drauf schießen könnt. Weil ihr wisst, wo es lang geht. Ja, du brauchst auch viel zu viel Zeit, um wenn du halt, ja, wie gesagt, unten bist, dass du... wieder hochkommen mit den Dukes, ist halt, da bräuchtest du hier super Sportwagen und nicht, ja. Diese Dukes. Da kommt er her. Ui! Bye bye, Kev!
krasser Drift. Ja. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich habe gehofft, ich krieg dich noch. Das sah gut aus, Enrico. Nein. Ah. Jawohl. War ich jetzt abgelenkt? Ich war von Enrico abgelenkt. Der hat nämlich gerade mal ein bisschen seine Federn vom Auto getestet. Nee, ich habe versucht drauf zu landen, aber es war dann doch noch ein bisschen zu schnell. Ja, ich aber das, dann du bist jetzt nicht mit der Rakete noch getroffen, die da unten. Du bist gelandet und dann hat das Auto direkt wieder nach oben. Die Federn haben bestimmt gesagt, nein, bitte nicht. Nee, die haben schon tot gesagt. Gut. 1-1. 1-1, jeder macht 1. Mhm. Das war ja lustig. Das war ja lustig. Ich habe nur 3 Anläufe gebraucht, glaube ich, oder? Ne, 4. Aber Markus, soll ich mal ehrlich sein? Was? Ich habe darauf spekuliert. Hä? Dass du dich auf den Enrico konzentrierst. Okay, ganz links kommst du gar nicht runter, kommst du gar nicht hoch. Hä? Du kommst gar nicht mehr die... Hä? Du bist gerade noch runtergefahren. Ja, ich hab die Kontrolle verloren, bin runtergedriftet. Was ist denn los, Kev? Die 2 Röhren am Endanende, die kommst du gar nicht rein. Die sind ein bisschen zu hoch gesetzt. Ein Schuss. Enrico, es liegt an dir. Nein, ist wieder. Was hast du denn gemacht, Sven? Ich habe keinen Luft gejagt. Aber ein Schuss habe ich gekriegt. Das hat gereicht. Da war es wieder gepickt. Ich bin zwar mit drauf gegangen, aber bei mir stand Selbstmord. Also ich weiß nicht, wie ihr immer runtergefahren seid, aber ich bin immer hoch die Röhre auf der Bahn, wo du die Loops hast, und ja, dann wieder runter. Ja. Das hier. Und das hier. Deswegen hat es mich gewundert, dass ihr immer durch irgendeine Rohre gekommen seid. Und wann? Nein, nicht eine. Wie gesagt, die Röhre, die da ganz links ist, die kommst du gar nicht. Kommst du gar nicht rüber. Der Markus gegen den Regen. Das ist ein interessantes Battle. Oh, verschluckt. Geht's? Ja. Jetzt hätte ich mir bei dir einen Tipp abgeholt, du kennst dich ja mit Verschlucken. Er kennt sich nicht mit Verschlucken, sondern mit Schlucken aus. Das ist mein Unterschied. Ja, Alter, Katastrophe. Kackastrophe. Schön! Ich wollte es gerade noch sagen. Wenn er das schön sauber erwischt, ja? Ja! Ja! Oder wie damals auf MTV. Immerhin, mein Kill hat gezählt.
Ja. Alles gut. Ruhig Blut. Das hat mich ja erwischt. Hat mich auch gesehen. Wurde mir auch angezeigt. Wie gesagt, ich wundere mich, dass es nur ein Schuss war, der gereicht hat. Vielleicht habe ich so einen günstigen Winkel erwischt, dass ich dich genau in der Frontscheibe erwischt habe. I don't know. Keine Ahnung. Na dann. Tja. Wo kommen sie dann runter? Von da. Oder? Mhm. Und war ich noch nie, das Neue. Na, 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 wer schießt denn hier auf mich, welcher Verrückte? Enrico findet irgendwie den Weg nicht. Lkw, yo. Der kam im Lkw an. Enrico hat auch zu viel Langeweile. Nein, das wollte er nehmen. Ja, hat den gesehen, dachte mir so, probierst du mal. Ja, er war falsch in Zeitung. Der Enrico will doch nur mit seiner Freundin kuscheln. Hallo, nein. Das will er eben nicht. Ah! Nett? Der war geil. Ich hab einfach random in die Röhre reingeschossen. Sam? Ja? Was sagst du dazu? Na, wenn du dich jedes Mal gleich killen lässt am Anfang, hat auch keinen Bock mehr hochzufahren. Hä? Oh, was ich hab dich doch gerade erschossen. Das heißt, hier sterben am Anfang. Ja, du bist auf. Nee, vorhin hab ich dich doch umgekillt. Egal. Oh. Oh Gott. So. Auf ein neues. Los geht's. Enrico, machst du mit oder? Das war jetzt nicht. Warte mal. Was denn jetzt schon wieder, Alter? Ich hab keinen Bock mehr. Ups, sorry. Oh. Hast du den mitgenommen? Nein, er hat überlebt. Bad life. Sven, jetzt liegt an dir. Na. Oh. Ja. Die ganze Zeit schon. Ja. Gar nicht, das eine Mal ist zu testen gegangen. Verdammt! Okay. Jetzt hab ich nur die Scheiße aufgehört.
Schade. Wieso schade? Du bist knapp daneben, ja. Viel hat nicht gefehlt. Nein. Mal die Karre hier versucht gerade. Markus, was machst denn du gerade? Eigenwillige Streckenführung. Nein! Yes! Genau in die falsche Richtung gesprungen, ach, ist egal. In den scheiß Map. Sag ich doch. Und ausgerechnet von dem Opfer, ey. Und am Anfang doch, ja, du stirbst eh als erstes. So.